Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Diesmal das E900 Pro. Müssen wir mal gucken, was aufgeht. Ich habe auch schon Rudi angerufen. Rudi testet das mit mir dann gleich auf der Xbox. So. Also erstmal, ich muss euch erstmal nach unten richten. Ha! Sonst seht ihr ja nichts. So. Wir haben einmal eine Tüte mit bei. Wir haben einen Ledersack mit bei. Da steht EKSA drauf. Das ist gut. Dann kann ich das Headset nämlich im Schrank hinten gut aufbewahren. Und staubt nicht ein. So. Dann haben wir einmal das Headset. Genau. Das lege ich euch mal hier so hin. Und dann gucken wir mal nach, was in der Tüte ist. Da haben wir Kabel. Eine Garantiekarte. Und Anleitung. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte lasst das wie beim H1 sein. Das H1, wenn ihr das Headset, also das, was ich davor, vor ein paar Tagen vorgestellt habe, noch nicht gesehen habt, guckt mal in die Infokarte. Alter, so eine geile Anleitung. Es ist so mega geil. Ah, hier haben wir, wie wir es mit der PlayStation anschließen. Turn on, Open Setting. Und dann mit der Nintendo Switch können wir es auch verbinden, aber da funktioniert kein Mikrofon. Mit dem PC können wir es verbinden, mit Apple können wir es verbinden. Mit der Xbox können wir es verbinden, am Controller, ja. Und mit diesem Zusatzteil soll es wohl auch gehen, aber das wird halt nicht mitgeliefert. Laut, leise. Ach, mit dem Handy auch. Ja, okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Können wir erstmal wieder reinpacken. Oh, bitte, 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 bitte. Lass es wieder so. Oh ja. Englisch. Deutsch. Ich zeig euch das jetzt mal. Eine Anleitung, die man lesen kann. Man braucht keine Brille oder Lupe, man kann die lesen. Und jetzt zeige ich euch noch mehr. Und hier sind die Bilder dazu. Man kann alles super sehen. Och, ist das geil. Och, ist das geil. So, wir können das mit einem USB Plug-in USB Schnittstelle Schritte für die Klinke. Okay. Virtuelles 7.1 Sound. So, und bei der Xbox Klinke nicht zu Xbox, sondern ein Controller. Super. Also das ist eine geile Erklärung. So, und jetzt gucken wir uns mal an, welche Kabel wir mit bei haben. Wir haben einmal natürlich das Mikrofon. Das kann man halt biegen, das kennt ihr. So, das werden wir auch gleich anschließen. Dann haben wir einen Y-Kabel mit bei. Das heißt, ein Klinke-Eingang auf zwei Klinke-Ausgänge. Ja, das ist halt für den PC gut. Also Mikrofon steht auch hier dran, glaube ich. Ja, hier Mikrofon und hier Kopfhörer. Weil der Klinke-Kabel, der von der grüne hier,
Nee, das ist der kommt im Headset oben rein, glaube ich. Der schwarze, so. Der hat mehrere Pole. Seht ihr das? Der hat hier drei schwarze Ringe. Und ist halt nicht Stereo. Und wir bräuchten Stereo. Mikrofon, Stereo. Kopfhörer einzeln am Controller. Und dafür ist dann das da, dass man das dann hier reinsteckt. So, ist auch sehr stark miteinander verbunden. Oh. Also, das löst sich nicht einfach so. Brauchen wir jetzt aber nicht. Und das kommt dann an den Kopfhörerrand mit dem grünen Ende und dem Gold hier zum Drehen. Das ist dann, dass es dann festgemacht wird. Das werde ich euch gleich zeigen. Und dann haben wir noch einen USB-Anschluss zum Laden. Oder für die LEDs. Das zeige ich euch mal. So, dann leuchtet das nämlich rot. Damit wird der Akku dann geladen. Oder die hat das denn überhaupt einen Akku? Ich muss mal gucken. Nee, hat gar keinen Akku. Nee, hat keinen Akku. Damit kann man das praktisch so betreiben. Also am PC. Mit USB oder an der PlayStation mit USB geht auch. Xbox stand jetzt nicht in der Anleitung, dass es funktioniert. Ich finde es auch gut, dass es jetzt einzeln ist. Ich wage mich zu erinnern, dass beim alten 900, also nicht beim Pro, sondern beim alten Modell, da war der USB-Kabel befestigt. Also kam ein Kabel runter und da war dann halt praktisch, kamen dann halt zwei Klinkerkabel kamen raus und der USB-Kabel kam raus. Und der hat dann halt immer rumgeschlackert. Ja? Wage ich mich zu erinnern. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich dieses war. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier im Headset verschiedene Eingänge. Da ist ein Klinke und da ist ein Klinke. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich durch das Licht nicht. Ich werde mal gucken, wenn ich hier das hochschraube. Ah, falsche Richtung. Nee, dann wird es nur so hell. Schade. Ich habe gedacht, das kann. Dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser, aber leider nicht. Ich werde mal gucken, wenn ich jetzt hier Licht anmache. So. So. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen erkennen, dass da so Einkerbungen beim Klinkeanschluss sind. Und bei dem Klinkeranschluss nicht. Ach Mensch, ist das halt auch jetzt sieht das so ein bisschen. Und da müssen wir den Kabel reinmachen, dass er einrastet. Ist ja gut, Mausi. So. Und zwar ist der Kabel, der grüne, der zum Controller geht. Den nehmen wir, die beiden goldenen Nippel gerade hier rein. Und dann können wir das einmal drehen und dann ist es fest. Wir können es auch nur nach rechts drehen. Nach links drehen geht nicht. Ja? Rechts drehen und dann ist es fest. Was tust du denn da? Raus hier, raus. Raus hier. Kochen.
So. So, dann haben wir das hier fest. Und den Kopfhöreranschluss, den haben sie so gelöst, dass der hier, seht ihr das? Hier so eine Ausbuchtung hat. Und der passt dann halt super nur in eine Richtung logischerweise hier rein, dass wir den ranmachen können. Ich zeige euch das auch gleich. Und zwar so. Ja, nur so sitzt er halt vernünftig fest drauf. So. Also können wir ihn. Wir werden es noch gleich testen. Das soll ja auch eigentlich nur Unboxing und Hardware-Video sein. So. Dann haben wir ein Stellrad hier an der Seite für laut und leise. Dann haben wir hier einen Mute-Knopf für das Mikrofon. Der kommt aus ein Stück raus. Den kann man dann super erfüllen. Zack. Ja, auch wenn er drin ist, kann man den gut erfüllen, dass man das Mikrofon stummen kann. Das ist der, der zum Controller führt. Das Mikrofon und hier haben wir USB. Ja, USB für PC oder PlayStation und den Klinkerkabel auch für die Xbox, PlayStation oder PC. Ja, also man könnte dann praktisch am PC den USB-Kabel nehmen oder an der PlayStation oder wir nehmen den. Manche PCs haben ja auch diesen Einklinkeranschluss oder Laptops. Da passt der dann rein. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, wenn ihr das hinten an die oder vorne am PC an die Soundkarte anschließen wollt, dann braucht ihr diesen Adapter, der mit bei ist. Ja, so. Und dann habt ihr auf diesen beiden, auf einem ist ein Symbol für Kopfhörer, auf dem anderen ist ein Symbol für Mikrofon. Das kommt, macht er dann einfach in die dementsprechende Buchse und dann funktioniert das. Am Controller von der PlayStation kommt das natürlich auch so ran, genau wie am Controller der Xbox. Sitzt sehr gut und fest. Die finde ich ein bisschen dünn, die Kabel. Also die hätten sie ein bisschen dicker machen können, damit das halt optisch zu dem passt, weil die sind wirklich stabil, sehen gut aus, sind gut verarbeitet. Die sind auch gut verarbeitet, aber ich finde die sehr, sehr dünn. Also das wirkt im Vergleich, wenn man sich das hier alles anguckt, das fühlt sich alles wertig an, vernünftig. Und da fühlt sich das hier, dieses labbrige Kabel, nicht so pralle ins Gesamtbild ein, würde ich jetzt mal so sagen, um es harmlos auszudrücken. Wir haben auch auf den Klettverschlüssen das Label drauf, EKSA. Ist ein super Gimmick, finde ich toll. Auf dem USB leider nicht. Ja. Und so haben wir jetzt hier verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Aber nur mit USB habt ihr praktisch dann hier die Beleuchtung. Ja. Wir werden das jetzt auch mal noch aufsetzen und gucken, wie der Tragekomfort ist. Ja. Hier kommen dann die Kabel raus. Manch einer mag es, manch einer nicht. Ich mache erstmal die höchste Stufe und gucke, wie viel Platz da noch ist. Ja, nicht so viel Platz. Also da hätte ich mir jetzt gewünscht noch eine Stufe mehr irgendwie. So, ich brauche jetzt eigentlich nur einmal voll machen und eine Stufe weniger. Und dann sitzt es schon gut. Locker, flockig, fest. Mikrofon ist gut. Den Knopf erwische ich leicht. Laut und leise. Nach oben ist leise, nach unten ist laut. Hat einen schönen Tragekomfort, muss ich sagen. Auch hier oben schön gepolstert. Finde ich sehr toll. Ja. Also macht im Gesamtbild einen vernünftigen Eindruck. Auch vom Style mit dem Rot und mit den Riffeln hier finde ich sehr schön. Ja, also finde ich so, vom Gesamtbild ist es ein schöner Kopfhörer. Jetzt werden wir gucken, wie er sich schlägt, gleich bei der Xbox Party.
Und ja, in der Hoffnung, dass er sich gut schlägt. Ich bin mal gespannt. Und dann will ich jetzt hier einen Cut machen für das Video. Und dann ist das Unboxing ein bisschen länger geworden. Ja, dann ist das Unboxing-Hardware-Video halt. Und wir machen gleich einen Hardware-Check. Und checken gleich mal, wie er ist. Ob ich was höre, ob ich nichts höre. Ob Rudi mich hört. Ob wieder ein Echo drin ist. Ob es vielleicht an meiner Xbox liegt. Ja, mal gucken. So, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Hardware-Check werde ich euch oben verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.